Hallo Freunde, willkommen zurück zu Evil Genius. Ich bin immer im Labor, weil wir in der letzten Episode die Geschichte mit dem Biologen gemacht haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, neue Wissensschergen auszubilden. Sollten wir jedenfalls haben. Da sind wir schon dabei. Da kriegen wir die ersten Biologen. Ich versuche mich gerade wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Hier haben wir das mit dem Biologen und wir wollen 5 Stücke. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Besonders wenn wir den ersten haben, dann kann der weitere ausbilden. Und im Moment brauchen wir noch keine Biologen. Aber es gibt natürlich neue Gegenstände für die Biologen. Die habe ich mir eben schon mal ein bisschen angeguckt. Zum einen sind das organische Proben. Die schalten neue Forschungsoptionen frei. Kostet 55.000 das Stück. Ich glaube, eins reicht. Und es gibt hier die Zentrifuge. Die kostet 100.000 das Stück. Und da würde ich auch sagen, dass eins reicht. Alter Schwede. Ja, relativ groß die Teile. Dementsprechend habe ich mir überlegt, wir bauen ein bisschen um. Ich denke, dass wir das Teil sogar verkaufen. Ja, damit legen wir mal los. Dann können wir die organischen Proben hier an die Wand nageln. Vorausgesetzt, das passt. Sollte. Ja, tut es. Herrlich. Und die Zentrifuge stellen wir mal mitten ins Zimmer. Ich weiß, das ist höllenteuer, aber ich habe sowieso immer zu viel Geld. Ja, die Zentrifuge stellen wir mitten ins Zimmer, damit, wenn wir da schwere Last drin haben und irgendein Lager gibt nach, egal in welche Richtung es schießt, es wird irgendwas Wertvolles treffen. Das ist mir wichtig. Wenn wir das einfach hier in die Ecke stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einfach in irgendeine Wand haut. Ist doch langweilig. Nebengeschichten, was haben wir denn? Ja, das ist im Großen und Ganzen nichts Neues, würde ich sagen. Aber ich habe ja in der letzten Episode gefragt, was wir noch machen als Beute. Und der Wunsch war, dass wir Grüße aus Camelot machen. Das bedeutet, wir suchen ein legendäres Schwert. Das ist lustigerweise auch so eine, besondere Aufgabe für Emma, unser böses Genie. Jedes Genie hat ja einen etwas anderen Hintergrund und Emma kommt eben aus dieser James Bond-artigen MI6 britischen Geheimdienstecke. Und sie hat hier entweder andere Voraussetzungen, für sie ist es, glaube ich, leichter, das freizuschalten, oder es passiert irgendwas anderes, während man das macht. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber wir schauen es uns einfach mal an. Side Story begann. Das war... Das war irgendwie viel weniger, als ich erwartet hatte. Weniger alles irgendwie. Ich dachte wirklich, dass das mit einer Sequenz startet. Ach, ich Naivchen. Ich weiß, dass ich das gestartet habe. Da brauchst du mir hier kein... Wie schön. So, ich habe natürlich Jetzt wird es doch ein bisschen eng. Ich habe vor Start der Aufnahme natürlich die Weltkarte ein bisschen gemacht. Sesmoir, Lancelot. Warum hat das in England mit dem legendären legendäres Schwert im Stein einen französischen Namen? Und warum kann ich das so schlecht aussprechen? Wahrscheinlich weil es französisch. Side Story begann. Ja, danke. Ich weiß das. Unser Basiscomputer ist ein bisschen langsam, glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt gerade auch nicht wahnsinnig fit. Bin eben erst aufgestanden. Hört man auch an der Stimme. Dann klinge ich immer anders, wenn ich noch müde bin. Keine Sorge, das wird im Laufe des Tages besser. Lass mal gucken. Ein bisschen Geld wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, da können wir doch mal ein bisschen Geld machen. Ist gerade sowieso nicht unser... Wie heißen die Dinger? Ich muss da immer an Lucci denken, wenn ich die sehe mit dieser Maske. Das sind mexikanische Wrestler.
Ja, das ist jetzt zu. Das war klar nach dem Scheme, aber da gibt schon mal wieder ein bisschen Geld. Das ist in Ordnung. Gelegentlich können wir eine Region zumachen. Jetzt bräuchte ich natürlich noch... Ja, irgendwo haben wir noch einen offen, den ich übersehe. Hier. Und da haben wir natürlich unseren maskierten Rächer. Also starten wir das hier. Und hier ist gerade alles richtig super. Starten wir den Plan. Oh, ich wollte doch während der Episode nicht die Weltkarte verwalten. Auf der anderen Seite. Wir müssen hier sowieso warten, bis Olga abhaut und die Zone wieder offen ist. Das dauert ein bisschen. Dementsprechend habe ich gerade sowieso ein bisschen Zeit totzuschlagen. Und nebenbei läuft die Sache mit der Forschung natürlich weiter. Wir haben auch derzeit keine Ermittler zu erwarten. Und selbst wenn, können die uns erstmal gar nichts. Komm. Missionen. Zeig sie mir. Ja, vielleicht noch eine mit ein bisschen Geld dabei. Boah, das dauert ja ewig. Okay, wir gucken mal kurz nicht hin und dann wird das schon wieder werden. Mexiko. Was haben wir hier? Anforderung 3 Techniker. Das gibt eine Menge Geld. Machen wir so. Und hier hätten wir diese hier. Das gibt auch eine ganze Menge Geld für überschaubar. Starten wir. Ja, und dann geht es uns doch schon wieder ganz gut. Die Zone ist wieder offen. Leider ist Olga immer noch hier. Das ärgert ein bisschen. Wir werden da auch keine andere Region finden, aber wir brauchen das hier auf Stufe 2. Okay, dann machen wir das europäische Gebiet als nächstes auf Stufe 2. 3. Das ist Amboss. Wir brauchen nur Hammer. 1, 2, 3. Das sind wirklich nur 3 Gebiete. Ach nee, Japan gehört aus irgendwelchen Gründen noch dazu. 4. Okay. Das heißt, wir brauchen mindestens noch 4 Sendeleistungen. Das sollten wir doch noch irgendwie reinquetschen können. Wir haben hier unten doch noch einen Kontrollraum. Da kriege ich doch noch 4 Konsolen unter. Lass mal sehen. Ja, da macht sich doch die Konsole total schlecht mit der Ecke hier. Ich glaube, da kriege ich auch nichts mehr unter, oder? Doch, da kriege ich noch was unter. Herrlich. Eines Tages werde ich so eine Venus-Fliegenfalle in groß haben. Und die frisst dann Eindringlinge und volle Minions. So, das Ding verkaufen wir und die beiden auch. Die Leute sollen sich hier nicht hinsetzen und ausruhen. Und wenn, haben sie hier, glaube ich, noch irgendwo eins. Das wird eine richtig schöne Ecke hier. A scheme has succeeded. Wir können hier aber... Nein, können wir nicht. Verflixt. Aber vielleicht kriege ich es hier noch... Das ist aber arg reingequetscht. Na gut, aber wir haben noch 4 untergekriegt. Also, wieder Weltkarte. Olga ist immer noch hier. Nicht so toll. Das wird ein ziemlicher Wettkampf. Hier oben. Side Story begun.
Legen wir mal hiermit los. Also, so richtig glücklich bin ich noch nicht mit dem, wie das auf der Weltkarte läuft. So, dann müsste es aber auch erstmal wieder reichen mit Geldmissionen. So viel Geld geben wir ja gar nicht aus. Wir sind ja schon wieder bei 160.000. Haben wir uns in der Zwischenzeit 100.000 gemacht. Aber ich glaube, das lag an dieser Mission mit den Berichten. Die Berichte, die wir schon wieder haben. Eigentlich sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, muss ich sagen. Wenn ich jetzt nur noch diese Geschichten leichter finden würde, ich könnte das hier in Brasilien nehmen. Wupp, wupp. Ich weiß, dass wir hiermit angefangen haben. Ah. Das hatten wir vorher schon. Das Spiel hat gesoffen, glaube ich. Aber wir haben eine Forschung abgeschlossen. Da haben wir dieses Gehirnwäsche-Monstrum, womit wir Agenten in Minions verwandeln können. Wie gesagt, bin ich kein so großer Freund von, aber wir brauchen es irgendwann für eine Mission. Organische Proben. Das haben wir freigeschaltet inzwischen. Soweit so gut. Da kommen wir relativ weit voran, theoretisch. Gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Auch hier, organische Proben. Alter Schwede, da geht's ja. Videospiele. Ach, wer zockt schon heutzutage? Und viel Wichtigeres. Ausgehen. Frische Luft genießen. Organische Proben, Haifischbecken. Ah, schick. Ich meine, man könnte jetzt natürlich anfangen, blöde Dinge zu tun. Aber ich habe nicht vor, den kompletten Forschungsbaum fertig zu machen und dann die Labore zu verkaufen, den Platz für Wichtigeres zu nutzen und dann erst mit der Geschichte weiterzumachen. Denn wir müssen hierfür auch noch eine Menge forschen. Verdammt, das mit Dingern verkaufen, das wird nichts. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe irgendwie Lust auf eine Killerbienenfalle. Die Magnete sind auch nicht schlecht. Die Teile sind nicht schlecht. Haifischbecken sind immer lustig. Der Riesenventilator ist leider wichtig. Fangen wir mal mit dem an. Ich würde sagen, wir machen das Schwert noch fertig. Drei Forschungen insgesamt noch. Und dann machen wir Venom. Damit wir ein bisschen in der Geschichte weiterkommen. Ich habe vorhin gesehen, ich habe auf dem Spielstand schon über 13 Stunden Spielzeit. Und wir hängen immer noch an der ersten Forschungsstufe von Venom fest. Also es wird langsam Zeit, dass wir da ein bisschen in die Hufe kommen. Und mit dem wir meine ich hauptsächlich mich. So, da haben wir den Gehirnwäscher. Blöderweise wollen die von allen Seiten an das Ding ran. Total unnötig, wenn ihr mich fragt, aber hier können wir nicht hinstellen, dann gilt das hier drüben alles nicht als begehbar. Oh Junge. Aber ja, die neue Ausrüstung wird relativ teuer. Da kriegen wir dann tatsächlich kleinere Löcher ins Budget. Hin und wieder. Was wir tatsächlich demnächst irgendwann machen müssten, wäre die Superagenten bekämpfen. Und ich schätze, dass wir für die Handlanger-Geschichten, die wir angefangen haben, zur Erinnerung, wir haben ja zwei Handlanger-Geschichten angefangen. Zum einen mit Incendio und einmal mit Jubei. Und ich schätze, dass wir von denen wieder hören werden, wenn wir die Venom Geschichte abgeschlossen haben. Dann kriegen wir mehr Handlanger. Und was wir im Laufe der Zeit auch kriegen werden, ist die Möglichkeit, die Superagenten wirklich zu bekämpfen. Dann kriegen wir quasi Nebenmissionsreihen für jeden dieser Superagenten.
Und dann können wir aktiv Jagd auf die machen und die tatsächlich entfernen von der Weltkarte. Bisher, wenn wir die besiegen, flüchten die ja immer. So, das Ding wird abgeschalten. Das braucht nämlich höllen viel Strom. Und ja, ich will es im Moment nicht benutzen, wir brauchen es aber später für die Story. Ja, bisher, wenn wir diese Superagenten irgendwo besiegen, verpuffen die in so einer Rauchwolke und sind wieder auf der Weltkarte. Und wenn wir deren Nebenmission machen, das läuft so ähnlich wie die Handlanger-Mission, dann machen wir richtig Jagd auf die und können die tatsächlich ausschalten. Und das möchte ich einfach möglichst zügig durchziehen, weil mir das auf der Weltkarte wirklich auf die Ketten geht mit den Superagenten, die uns blockieren. Mehr machen die eigentlich nicht. Die Zone war zu. Und als sie wieder aufging, habe ich direkt das gemacht und Olga sorgt dafür, dass sie gleich wieder zugeht. Dagegen komme ich einfach nicht an. Die produziert zu viel Argwohn in dem Gebiet, auch wenn wir Argwohn reduzieren. Dann ist das wieder zu. Nee. Das ist einfach Mist. Dementsprechend, je schneller wir die Superagenten ausschalten, desto besser für uns. Aber ich war eigentlich auf der Weltkarte, weil... Okay, hier möchte ich jetzt erstmal nichts anfangen, wegen Miss Foxworth. Aber wir können hier in Japan das schon mal ein bisschen verbessern. Das ist eine Amboss-Provinz, die geht mich erstmal nichts an. Und wir können, denke ich, hier das verbessern. Ich weiß, ich verzichte dann hier auf diese Geldmission, aber sind wir ehrlich... Mit Stufe 2 kriegen wir im Normalfall dann bessere Geldmissionen. So, jetzt ist die Zone zu. Olga ist schon eine Weile hier. Jetzt hüpft sie garantiert irgendwo in diese Zone. Nach Japan oder hier rüber einfach. Um mir hier die Pläne zu versauen. Das wäre so lästig. Ich traue mich gerade aber eigentlich nicht hier wegzugehen. Jetzt fliegen die hier rüber. Noch ist kein Superagent in der Zone. Das läuft. Zum Glück haben wir solche Langstrecken-Hubschrauber, die es vom Südatlantik bis nach Japan schaffen. Yep. Grönland, da werden wir gleich auch neue... auch eine neue Mission starten. Oh, da wird wieder richtig viel frei auf der Weltkarte. Und ich habe schon die langfristigen Missionen. Furchtbar das. Macht 100 Argwohn, dann ist zu. Muss jetzt nicht sein. So wahnsinnig viel Geld brauchen wir gerade nicht. Trotz allem funktioniert das ja eigentlich noch ganz gut. Touristenzahl erhöhen. Brauchen wir nicht. 10 Sekunden Region zu. Muss auch nicht sein. Wir warten mal noch. Da müssten irgendwann bessere Schemes kommen. Hier haben wir zum Beispiel was Schönes. Das blenden wir aus. Nicht abbrechen. Einfach nur woanders hin. So, das ist zu. Hier können wir was Neues starten. Einfach damit passiv ein bisschen was läuft. Sonst geht mir diese Zahl hier unten auf den Keks. Mir geht's schlechter, wenn ich das nicht mache. 5 Wächter. Ja, wir haben doch schon so viele Wächter. Das ist vielleicht nicht die richtige Mission für uns. Nee, das ist alles eine blöde Mission. Dann machen wir es halt so. Und hier im Norden. Die Superagenten gehen mir richtig auf den Keks gerade. Die Mission wäre so toll für uns. Da könnten wir richtig Geld machen. Ohne viel Aufwand. Einfach in Alaska ein paar Wissenschaftler und Arbeiter losschicken. Die Ölfelder plündern, was auch immer. Aber nö. Agent X blockiert uns.
Der elende Blocker. Ja, und Argwohn reduzieren Mission wird mir gerade nicht angezeigt. Das ist ein bisschen... Ja, da ist es. Auf geht's. So. Wir haben für den Flur einen neuen Dings da. Diesen Riesenventilator. Schauen wir mal runter zum Tresor. Nehmen wir mal an. Den platzieren wir hier irgendwo. Agenten laufen rein, werden die immer wieder dahin gepustet. Und das in Kombination mit anderen Fallen kann richtig gut werden. Die große Kunst ist es, den Riesenventilator so aufzubauen, dass Agenten den nicht wirklich ausschalten können. Es gibt später eine Forschung für Giftpfeile. Wo haben wir die? Hier haben wir die. Die haben den Vorteil, dass die in der Wand sind. Und die sind wahnsinnig klein und platzsparend. Und man könnte eine ganze Reihe Giftpfeile vor den Ventilator packen. Dann kommen die Agenten und versuchen, die Giftpfeile als erstes auszuschalten. Dann kommen sie zum Ventilator. Und dann pustet der Ventilator die Agenten vielleicht noch in eine andere Falle rein. Also da kann man unheimlich tolle Kombinationen basteln. So, ich hatte ja versprochen, zwei Forschungen, dann gehen wir weiter. Side Story begun. Dann nehmen wir den Nagelstab und danach Gewehrständer. Oder aber fortschrittliche Bergbautechnik. Das wäre tatsächlich besser. Wir haben jetzt Biologen, die mithilfe der Auswirkungsanalyse dran arbeiten können. Research has begun. Das wird irgendwie wichtig. Und hier brauchen wir... Ja, brauchen wir wieder andere Forscher. Aber das hilft uns schon mal enorm. Und was uns auch sehr helfen dürfte... Luxusbetten. Ich habe keine Ahnung, warum Biologen ein Bett erforschen, besonders mithilfe von organischen Proben. Aber so ist es. Und das regeneriert Moral und Gesundheit unserer Minions wahnsinnig schnell, verglichen mit den Standardbetten, die wir haben. Die Dinger sind wirklich der Wahnsinn. Dann haben unsere Minions, das klingt jetzt sehr hart, aber sie haben weniger Freizeit, was für uns als Arbeitgeber gut ist. Aber sie brauchen auch viel weniger Freizeit, weil die liegen 5 Minuten im Luxusbett und das ist für die wie eine ganze Nacht im Himmel, sag ich mal. Salaries paid. Ja, Gehälter sind inzwischen relativ teuer, aber wir haben auch relativ viele Mitarbeiter inzwischen. Läuft. So, verbesserte Wächterstation wäre interessant. Was könnten wir noch mitnehmen? Nö. Ja, Luxusbett wäre eine Sache. Nee, das ist auch nicht ganz das, was ich will. Eigentlich, was ich suche, ist, glaube ich, das hier. Yep. Den suche ich eigentlich. Alles klar, dann sind wir jetzt dran, das hier. Und danach noch eine Forschung, dann nehmen wir diese hier. Da können wir dann Kommandozentralen neu aufbauen, ein bisschen umbauen, haben einfach mehr Sendeleistung mit weniger Platz. Ich denke, dann werden wir diese Kommandozentrale hier unten ein bisschen umbauen. Und wir können den nächsten Felsen zertrümmern. Da kommen wir hier relativ gut. Sparen wir hier eine Menge Platz und dann können wir vielleicht die Ecke hier hinten nutzen, um Fallen für unseren Tresor noch ein bisschen in den Gang zu basteln. Okay, das ist dann ein Kampfplan. Jetzt brauchen wir nur noch, dass Olga endlich aus Europa abhaut. Das war eben erst zu. Das werde ich wieder nicht schaffen, solange Olga da ist. Das gleiche hier mit Symmetry. Wir haben hier die ganze Zeit einfach nur Argwohn gesenkt. Das reicht einfach nicht. Die Superagenten gehen mir auf die Ketten, das glaubt ihr gar nicht.
Danke. Wen interessiert diese Mission? Meteoriten. Ich kann euch genau sagen, was der macht. Das ist ein Stein auf einem Sockel. Der Sockel ist nicht mal besonders beeindruckend. Der Stein im Übrigen auch nicht. Und er macht nichts. Er hat keinen Effekt auf irgendwen. Der ist einfach nur da, braucht Platz und wird staubig. Nicht, dass das Schwert viel mehr macht, aber es glitzert schön. Du läufst jetzt nicht mit... Okay, du bist ein Käsegummi. Finde ich super. Zu? Darf ich fragen, warum du mit gezogener Waffe durch den Unterschlupf läufst? So ein bisschen Terminator-mäßig, als wärst du auf einer Mission. Die wird jetzt nicht irgendwen exekutieren, oder? Gut, die Wissenschaftler sind erstmal raus. Sabra Abebe. Workaholic. Steht neben dem Fitnessstudio und macht sich Notizen. Okay, alles klar. Alles, was für dich funktioniert, schätze ich. Super, super. Jetzt habe ich Sue aus den Augen verloren. Die liegt nicht hier. Sie ist nicht hier. Da ist er. Wir haben nicht viele, die mit gezogener Waffe durch den Stützpunkt laufen. Interessant. Ansonsten, ich glaube, ich habe eine Reihe Ermittler übersehen inzwischen. Gehen schon wieder. Ich wusste, dass da mal welche angekündigt waren vor einer Weile. Aber ich glaube, da haben wir die Goldmedaille. Der hat es am längsten durchgehalten. Ansonsten boomt das Casino inzwischen. Also, jetzt mal ganz objektiv. Hier sind eine Menge Leute unterwegs. Und es sind auch eine ganze Menge Diener und Sachen. Es sind jede Menge Stationen besetzt. Die Roulette-Tische sind besetzt. Und sogar noch Diener, die mit den Leuten schnacken können. Und Diener, die für Schichtwechsel sorgen. Ich glaube, so passt das Verhältnis gar nicht so schlecht. Die ganzen Automaten helfen uns natürlich, weil die kein Personal brauchen. Eigentlich sind wir kein Casino. Wir sind eine glorifizierte Bar. Nicht, dass das schlecht ist. Den Platz möchte ich irgendwann noch füllen. Aber das dauert noch eine Weile, bis wir die nächsten Minions dafür kriegen. Ja, die Zone macht gleich zu. Das ist so ätzend mit Olga. Und hier, ja, Symmetry. Wir sind schon wieder bei der Hälfte. Wisst ihr was? Das lohnt sich nicht. Dann beiße ich die Zähne zusammen und ignoriere das, weil es kostet uns einfach 3 Arbeiter. Für nichts. Wir können die Zone nicht retten, wir kriegen nichts davon. Research has been paused. Also, ist zwar ätzend, aber was soll's. So ist das halt. Warum ist hier ein grüner Kringel? Weil der Biologe da hinkommt, um das Ding zu bedienen. Alles klar. Ja, wir haben im Moment natürlich noch nicht so wahnsinnig viele Biologen. Aber ich denke, dass das trotzdem okay ist. A scheme has succeeded. Warum brauchen wir Biologen, um zu gucken, wie wir Steine kaputt machen? Wären, ich weiß nicht, Geologen dafür vielleicht nicht besser geeignet? Dass der tote Menschen sieht, wundert mich nicht. Warum laufen unsere Wächter plötzlich mit gezogener Waffe durch? Ich meine, okay, wir haben hier diese Dinger.
den gewissen Waffenvorrat zur Verfügung stellen. Also wir hätten 20... Wir statten die Leute mit 20 Pistolen aus. Wie viele Wächter haben wir? Wächter, hier. 20 Wächter und 10 Söldner. Also eigentlich bräuchten wir nochmal 2 dieser Waffenständer. Damit wirklich jeder mit einer Pistole rumläuft. Irgendwie macht mich das aber auch ein bisschen nervös, dass die alle mit gezogenen Knarren rumlaufen. Ich meine, es ist besser als die Alternative. Nehmen wir an, wir werden überfallen. Okay? Was weiß ich. Szenario Symmetry greift an. Die spawnt im Tresorraum hier. Nehmen wir mal an, das kriegen wir mit. Und diese Wache, Bea Bri, ich kenne einen Käsegummi, mit dem du dich verstehen könntest. Bea Bri ist unterwegs, sich eine Pistole zu holen und zurück durchs Treppenhaus und wieder. Und sie ist nicht so schnell wie die Kamera. Your vaults are full. Schon wieder. Oh Junge. Oh Junge, ich muss wieder Geld ausgeben. Dringend. Ja, und so laufen die halt die ganze Zeit mit der gezogenen Waffe rum. Dafür haben sie sie bereit, sage ich mal. Wäre blöd, wenn die erst die Sachen irgendwo in der Waffenkammer holen müssten oder so. Na, dann machen wir demnächst ein Upgrade. Da gibt es dann Gewehre für alle. Dann entfernen wir die Pistolenständer. Mal gucken. Vielleicht... Ich meine, wenn wir dann den härteren Fels hier entfernen können, können wir natürlich auch unseren Gang deutlich vergrößern, wenn wir das wollen. Dann könnten wir zum Beispiel hier an der Seite eine Ecke machen. Als quasi Waffenkammer. Machen wir... das Arsenal. Und dann machen wir dann die Gewehre hin. Da könnten wir sogar relativ viele da reinkriegen. Das müsste dann für alle reichen. Doch, das ist keine so schlechte Idee. Ich meine, sind wir ehrlich. Wenn die Ermittler es bis hinter diese Türe schaffen, ist das ohnehin blöd. Ich überlege nebenbei schon die ganze Zeit, wie ich diese Räume ein bisschen effizienter machen kann. Und im Moment... Also wir haben dann gleich, dass wir den besseren Felsen entfernen können. Da könnte ich hier nochmal eine Reihe wegmachen und hier auffüllen. Auf der anderen Seite, die nächste Forschung werden sowieso bessere Stationen hier. Ich glaube, ich habe im Moment wirklich keine wirklich gute Möglichkeit, das zu machen. Stattdessen wäre es sinnvoller, wenn ich übergangsweise noch ein Kontrollzentrum hätte. Klingt jetzt erstmal blöd, aber es hat folgenden Grund. Wenn ich jetzt hier anfange umzubauen, diese ganzen Kontrollzentren abreiße und neue hinstelle, verliere ich zwischenzeitlich eine ganze Menge Sendeleistung. Das stoppt. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, aber ich habe keinen Überblick, welche Sendestation für welche Mission auf der Weltkarte verantwortlich ist. Das heißt, ich schalte zufällig irgendwelche Missionen ab. Das könnte potenziell Probleme machen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt durch den besseren Fels kommen, können wir hier unten eine ganze Menge freischalten. Oh, ich freue mich drauf. Da müssen wir nur noch gucken, dass wir
hier vielleicht. Yep. Dann können wir die Treppe einfach erweitern, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Und dann sind wir hier unten. Und dann kann ich hier, sagen wir, großzügig, die Hälfte, machen wir hier einfach neues Kontrollzentrum. Da machen wir dann die fortschrittlichen Sachen rein. Und dann können wir das Kontrollzentrum hier oben abreißen. Und vielleicht noch was Sinnvolleres reinmachen. Was weiß ich, vielleicht erweitern wir den Trainingsraum. Vielleicht wird das ein neues Labor. Das ist dann vielleicht ein bisschen größer als das hier. Na, mal gucken. Das finde ich so toll. Beim Vorgänger Evil Genius 1 konnte man die Basis nicht so umbauen wie hier. Da waren die Gänge... Na, das war irgendwie fix. Also, hier haben wir viele Möglichkeiten. Wir können die Basis immer wieder erweitern, anpassen, umbauen. Und wir verlieren dabei effektiv nicht viel. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, die Wände aufzubauen und abzureißen. Und hast du nicht gesehen. Aber die ganzen Gegenstände, ich verkaufe die ja nicht jedes Mal zum halben Preis und kaufe die für einen vollen zurück. Ich stelle die einfach woanders hin. Wenig Aufriss. Finde ich klasse. Olga ist immer noch hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen geblockt. Alles, was ich will, ist ein Schwertclown, was möglicherweise gar nicht existiert. Research has resumed. So, wir verbessern mal das hier. Da Miss Foxworth nicht mehr in der Gegend ist. Die Zone, da werde ich gar nichts machen. Mit einem Superagenten in der Zone macht das keinen Sinn. Hier starten wir einfach mal einen Plan. Starten Plan. Ich habe schon wieder alles voll mit Geld. Also wir hatten jetzt was zwei oder drei Missionen, wo wir wirklich aktiv Geld gemacht haben. Und das hat schon wieder völlig gereicht, um den Tresor bis zum Anschlag zu füllen. Man ist fast versucht, Symmetry einzuladen, dass sie ein bisschen Geld mitnimmt. Hier haben wir Agent X. Lohnt sich also nicht, dass wir hier irgendwas anfangen. Ätzend das. Na gut. Neuer Satz. Alles klar. Wir sind im Moment nur markiert. 35. Ja, ihr seid ein Drink und ein Gespräch davon entfernt, vernichtet zu werden. Sehr schön, das ist ein nördlicher Hammer. Läuft soweit. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass die Forschung durchgeht, damit ich die Basis erweitern kann. Und ich warte darauf, dass Olga in England verschwindet. Damit wir mit der Nebenmission anfangen können. Das ist so ätzend zurzeit. Aber was willst du machen? Olga ist immer noch da. Forschung dauert ein bisschen. Danke, Iris. Das habe ich mitgekriegt. Na gut. Bisschen deprimierend gerade, aber... Dann lassen wir es für heute mal gut sein mit der Episode. Da ist jetzt relativ wenig passiert. Das tut mir wahnsinnig leid, aber... Konzentrieren wir uns auf die guten Sachen. Wir haben durch die Biologen... wahnsinnig viele neue Forschungen freigeschalten. Wir kommen demnächst durch den nächst härteren Stein. Dann können wir die Basis erweitern und richtig loslegen. Und wir gucken nach neuen Kontrollgeräten und danach machen wir Venom weiter, damit wir auf der Hauptstory endlich mal wieder vorankommen. Uns erwarten also in den nächsten Episoden große Dinge, vorausgesetzt Olga überlässt uns das Spielfeld in England.
drückt die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Halle down steif. Ciao, Freunde.